musst nur darum bitten. Bitten musst du. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Der Wind ist frei, doch der Sand geht, wohin er weht. Nichts ahnend von der Welt. Wirbelnd auf dem Atem der Götter. Ausgeliefert der Gnade des Sturms, der ihn erfasst. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn mitten im Sturm. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter! Hey, sagt mir wenigstens euren Namen! Kein Grund, fies zu werden. Lasst uns doch darüber reden. Gut, ihr seid kein Freund vieler Worte. Jetzt wünscht ihr sicher, wir hätten darüber geredet, was? Ja, und ihr könnt auch abhauen. Warum verfolgt ihr mich? Tu ich nicht, ich suche nur... Fahrer, hörte ich euch rufen. Ihr und eure Freundin solltet schnell weg. Freundin? Fahrer ist nicht meine Freundin, sie ist mein Esel. Ihr riskiert euer Leben für einen Esel? Ist ein guter Esel. Das... Und sie trägt ein Vermögen in Gold. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hey, ihr da! Hättet ihr das nicht ein bisschen früher sagen können? Vor mir davon? Elika! Nein! Er hat nichts damit zu tun! Nein! Oh nein! Oh shit! Ich hab euch. Sie bewegen sich. Wir sollten besser hier weg. Wie habt ihr das gemacht? Ich weiß nicht. So, so. Und dass ihr zaubern könnt, ist nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht darüber. Sagt mir nur, wie wir entkommen können. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel.
Ihr könnt mich wirklich runterlassen. Gebt sie frei! Ich bin gestürzt, mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Stein. Treibt es nicht zu bunt. Gebt sie frei! Sie ist doch nicht meine Geisel! Lasst sie gehen! Sie läuft doch vor euch weg! Glaubt ihr, ihr könnt wieder laufen? Ja. Gut, dann wo ist der Tempel? Geht vor. Ich folge. Werdet euch nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Welche Prinzessin? Ihr seid eine Prinzessin? Es ist vorbei! Du kannst nicht zurück! Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin! Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Da ist der Tempel. Unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Was macht ihr denn da oben? Nehmt das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Drückt einfach. Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung! Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark geschützt? Na, weil es das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen. Wo ist Ahriman? Unter diesem Siegel. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen.
Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Ich will dich nicht wieder verlieren. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Verwandte, die uns umbringen wollen? Oder ist es nur euer Vater, der die Welt zerstören will? Denkt ihr, ich habe das gewollt? Also, was tun wir jetzt? Wenn uns der große Gott der Dunkelheit nicht zerquetscht, natürlich. Er kann auch nicht entkommen sein. Nicht ganz.
Der Tempel muss noch die Kraft haben, ihn zu halten. Etwas ist mit den fruchtbaren Gebieten geschehen. Wenn wir zu ihnen gelangen, können wir Arimans Flucht vielleicht verhindern. Die fruchtbaren was? Dieses Land wurde geschaffen, um Ariman zu binden. Diese Gebiete geben dem Tempel Lebensenergie. Und der Tempel nährt den Baum. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen hier weg. Gut, flieht. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Ich war auf dem Heimweg. Mit mehr Gold als man... Ich könnte Wein haben. Frauen, Teppiche, so dick. Jetzt hänge ich hier mit einem zornigen Gott und einer verrückten Frau. Langsam. Welchen dieser Dinge machen wir, was auch immer? In diesen Bereichen können wir die fruchtbaren Gebiete nicht erreichen. Wir können sie eh nicht erreichen. Wir müssen zu diesen vier. Dann sehen wir weiter. Wenn ich nur diesen Esel fände. Teppiche, so dick. So dick.